Herzlich willkommen, Freunde. Wir sind hier noch im Leuchtturm bei Pokémon Silver Eislock Challenge. So, habe noch ein paar Trainer, die auf uns warten. Genau, du, komm her. Wir wollen ja hoch zur Jasmin, damit wir endlich den Orden holen können. Ja, eher gesagt, erstmal den Auftrag für die Medizin erhalten. Naja. Auf geht's, Gyarados. So, und Stärke. Und tschüss, Krabi. Ich glaube, da würde sogar ein Surfer ausreichen. Oh, fast ein Level-Up. Komm schon, Level-Up. Na komm. Machen wir eben das Surfer auf das Krabi. Platsch. Oh, gut, passt. Wie ich es mir dachte. Bin nur überlegen, ob wir die Arena jetzt von Jasmin ohne eine Aufladung schaffen. Wäre schön. Aber blöd ist halt, dass wir noch kein Tornupto haben. Zumindest noch nicht. Gyarados kann ja locker mithalten, nur Iglava? Nee. Ich muss da mal gucken. Also Omot können wir komplett vergessen für die Arena. Stahl-Pokémon sind nicht Omot-Stärke. So, hierhin wollte ich, um die Items zu holen. TM34. Was war 34? Immer nachchecken. Angeberei. Brauchen wir nicht unbedingt gerade. So. Na ja, komm. Lass uns battlen. Vogelfänger Benno. Schickt Habitak in den Kampf. Auf geht's, Gyarados. Habt deinen Spaß. Und Surfer. Ui. Platsch. Meine Güte, 111 FP. Und, oh, mein Ibitak. Mal was Interessanteres. Aber trotzdem auch nur Level 20. Ist jetzt nicht gerade hier die Wucht. Okay, ist aber auch ziemlich brutal, wenn die Pokémon jetzt richtig reinknallen würden. Wenn ich mal bedenke, wovor ich jetzt hier in dem Spiel noch am meisten Bammel habe. Die erste Hürde wäre halt, ja, das Team Rocket. Team Rocket sage ich schon. Aha, das ist ja das, was ansteht, das Team Rocket Zeug da. Nein, das, was ich meine, einmal die Top 4. Da durchzukommen, ohne ein Pokémon zu verlieren. Wird schon hart. Vor allem, wenn ich da eins verliere, würde ja so gesehen, wenn ich dann kein weiteres auf Teamniveau habe, wäre ja dann die Challenge auch so gesehen verloren. Also zumindest würde ich dann die erste Regel nicht mehr erfüllen. Deswegen ist es ziemlich knapp mit diesen Pokémon hier. Aber zumindest habe ich jetzt erstmal die Dingturne. Muss ich gucken, dass ich vielleicht mir ein fünftes zulege. Nicht, dass mir dann eins von denen aus Versehen durch einen Volltreffer, aus Versehen, ja, durch einen Volltreffer krepiert und wir dann den Salat da haben. Auf, komm, kämpf. Und ich dann nicht mehr gegen Pokémon habe, um Regel 1 zu erfüllen. Ja, auf, Göre. Zeig mir, was du hast. Ein Pokémon. Meryl. Puh, okay, notfalls ist mein Plan, wenn ich jetzt kein gutes Pokémon bekomme, haben wir immer noch die Spielhalle, wo wir uns vielleicht ein Trattini uns anschaffen könnten. So.
Plopp. Komm her, Trainer. Früher bin ich den Trainer immer ausgewichen, weil ich wusste, dass er da rechts steht, bin ich immer direkt links rein und hab mir das Item geholt und bin weiter. Aber ich will ja irgendwie jetzt wenig Trainer auslassen, weil ich die ganzen Erfahrungspunkte doch ein bisschen kassieren will. So. Also nochmal Stärke. Mein Gott, Garados gehen langsam die AP aus. Ich hoffe, für die Arena reicht's noch. Level 30, Michi. Super. Michi überholt fast alles langsam. Ein Äther. Wenn ich den umgehen kann, umgehe ich den mal. Okay, so viel dazu. Wollte ich einmal einen umgehen, will er mich nicht umgehen lassen. Ach, wie süß ein Macholo. Ja, Garados, du hast deinen Spaß, he? Ich verwende jetzt mal ein bisschen Drachenwut, ganz ehrlich. Die haben zwar mehr als 40 KP, aber trotzdem. Ein Volltreffer, wow. Ganze 12 Schaden. Sehr gut, Macholo. So, setzt Kapuze ein. Na, wir wechseln nicht. Ich will ein paar AP sparen. Deswegen mache ich jetzt alle mit Drachenwut platt. Oh, hier in Hyterra. Mit auf Level 100 mit Ultraschall platt machen. Oh mein Gott, das muss ja eine Tortur sein. Nee, mit Drachenwut und es trägt Überreste. Ich frage mich, ob man da überhaupt genügend Schaden machen würde. Ich glaube nicht. Halt es über 40? Wüsste ich jetzt aus dem Kopf gerade nicht. Ui, mach hallo. Guck mal, Drachenwut. Die Matrosen haben echt nur mal hallo und Kapuzzi. Und tschüss. Gut, damit wärst du auch da besiegt. Ja, ich hab dich überwältigt. Meine Güte, sind wir cool. Einen Ball! Wir haben mal wieder einen Ball zum Fangen eines Pokémons. Hallo. Ja, dieses Pokémon geht so krank. Oh, schwer Luft. Du brauchst eine Medizin. Du brauchst eine Medizin. Ganz einfach. Na komm, besorgen wir für die Dame die Medizin. Wir sind ja der Held. Wir sind gerade einen halben Leuchtturm runtergestürzt und laufen quietschfidel weiter. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Auf geht's, Chris. Hier will ich hin. Auf geht's. Gut. Hallöchen, ich würde gerne was haben. Geheimtrank. Starke Medizin, die nur in Notfällen eingesetzt werden kann. Okay. So. Also fliegen wir mal wieder zurück. So. Also nochmal den kompletten Leuchtturm hoch erklimmen. Moment mal. Das Spiegelbild sieht gut aus. Nicht gerade ein bisschen eingebildet, oder? Ach ja, der schöne Leuchtturm. Ach, wie sie auf die Idee kommen, so einen Leuchtturm zu machen. Vor allem, das sieht total schäbig aus. Ich weiß auch nicht, was das hier darstellen soll, so wirklich. Sieht mir nämlich aus wie eine kaputte Wand.
gucke jetzt echt mal mehr näher ran. Okay, das mit den Fenstern, das kann ich irgendwie verstehen. Oder wenn das Fenster sein sollen. Aber an sich die Wände sehen, naja. Ich kann es schlecht zuordnen, was das sein soll. So. Hier, guck mal. Sind schon wieder da. So, jetzt gib ihm mal schön die Arznei, anstatt dass du es einfach mal ins Poké-Center bringst. Du bist erleichtert, schön. Nächstes Mal bringst du es einfach ins Poké-Center, ja? Das ist auch eine Alternative. Naja, egal. Und gehen wir wieder raus, meine Güte. So, Leuchtturm abgeschlossen. Gut, also Arena ist jetzt unser nächstes Ziel. Ich gehe da jetzt rein, ohne aufzuladen. Dupti, lupti, dupti, du, dupti. Euch rede ich noch nicht an. So, ich denke mal mit unserem Starter-Pokémon haben wir da keinerlei Schwierigkeiten. Hi. Danke für deine Hilfe im Leuchtturm. Bitteschön. Du darfst vorstellen, ja, du bist Jasmin, die Leiterin Stahl-Pokémon. Ein neuer Typ, der in dieser Generation erst dazugekommen ist. Und wir machen dich platt. Bitteschön. Also, schickt Magnetillo in den Kampf. Level 30, wow, das ist schon ein schöner Sprung, den du gemacht hast. Den ihr gemacht habt, von den Trainern eben gerade auf Level 20. Aber passt schon. Da kommt mein Team auch ungefähr hin. Oh, das wird ja in der nächsten Arena dann echt heftig. Ich bleib mal drinne. Oh, 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 au. Wenn es jetzt Erdbeben kann, haben wir ein Riesenproblem. Wenn Schaufel kann ich dodgen. Da kann ich dann einfach switchen und passt das. Oh, verbrannt. Super. Okay, jetzt habe ich nicht mehr Angst vor dem Steinwurf. Der Verbrennung senkt den Angriff. Da brauche ich keine Angst haben. Steinwurf, also hättest du Erdbeben gemacht, hätte ich echt Schiss gehabt. Ich habe echt mit Schaufler eher gerechnet. Aber wenn wir ein Wasser-Pokémon draußen haben, verwendet sie Sonnentag und das wäre meine andere Alternative gewesen. Danach einen Wechsel zu vollziehen. Auf Garados erstmal, um die Sonnentag machen zu lassen und danach wieder auf Igelava zurück zu switchen. Aber es funktioniert auch so. Wunderbar. Yay! Level 35, noch ein Level, dann kommst du zur Entwicklung. So, ein Magnetillo. Ja, wir wechseln mal aus. Michi, du darfst mal ran. Mal gucken, ob Michi das schafft. Ein Level 30er Magnetillo versus Michi, das Nidorino. Double Kick. Boah, das war knapp. Und da kommt die Donnerwelle, die ich so ekelhaft finde. Und Donnerblitz nach folgt danach so rum. Oh. Ich habe irgendwie gerade ein bisschen Angst um meinen Nidorino bekommen. Xano, übernimm du bitte mal. Ich sollte diese Spielereien echt lassen, dieser Challenge. Da krieg ich echt gerade mit der Angst zu tun, wegen Volltreffer. Also hätte er jetzt einen Volltreffer gemacht, hätte ich würde nicht garantieren, dass unser Xano hier schön überlebt hätte. So. Damit hätten wir den Arena-Leiter-Sieg. In der Tasche kassieren dadurch einen Heilpunkt, den ich aber jetzt nicht eintragen werde, weil ich sofort ihn einsetzen werde zur Heilung. Deswegen werde ich das auch am Bildschirm jetzt auch lassen, weil ich laufe jetzt eh zum Poké-Center. Danke für die TM Eisenschweif.
Dankeschön. So, und jetzt erstmal. Lass mich durch, du dämlicher Matrose. Unseren gerade gewonnenen Heilpunkt einfach mal einsetzen. So. Gut, da sind wir wieder topfit. Kommen jederzeit vorbei. Dankeschön. So, seht ihr? Heilpunkt direkt wieder weggehauen, weil. Warum kriegst du so viel Schaden? Wie viel Spezialverteidigung hast du? Zu wenig. Boah, hast du wenig. Das ist Kacke. Das ist echt Kacke. Also ich sehe es kommen, dass wir Nidorino eventuell schnell verlieren, wenn es so weitergeht. Okay, anstehen tut nun noch hier eine Arena. Nämlich die links von uns. Wenn ich ne genau. Die müssen wir machen und danach geht es auch in der Story richtig weiter. Hier wollte ich eigentlich nicht hin. Zurück da. Aufnehmen. Da ist doch der Mondstein, den ich doch schon angekündigt hatte. Damit können wir dann unser Michi weiterentwickeln. Werde ich aber erst nach der Arena tun, da der Typ der Arena ziemlich vom Vorteil gegen uns ist. Zumindest gegen Michi. Ja. Gut, ich werde jetzt die Arena einfach nutzen, um Xano schnell hochzubekommen. So. Hallöchen. Vielleicht jetzt schnell Xano hochleveln. Damit Xano sich mal entwickelt. Ist nämlich auch schon längst überfällig. Ein Quickel. So. Ich glaube, da reicht auch eine Glutattacke. So, einmal weniger Quiekel. Nee, ich möchte nicht wechseln. Das passt schon. Nochmal Quiekel. Und nochmal Glut. Tschüss, Quiekel. Michi kriegt auch Erfahrungspunkte, erreicht Level 31 und hat immer noch so wenig Verteidigung. So, ich würde sagen, ich verabschiede mich aber erstmal von euch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.